Teil 2. Lithium-Ionen-Akkus in unserem Expeditionsmobil. Ja, Teil 2 geht es jetzt um die elektrischen Komponenten, also den Zusammenbau der ganzen Geschichte, wie ich diese Box hier elektrisch zusammengebaut habe. Ich spare mir die ganzen Laborkomponenten. Also da gibt es unendlich viele Videos im Internet, die Laboraufbau gemacht haben, also Testen von Kapazitäten der Akkus und. Welches BMS wo das Beste ist. Also diese ganzen Laboraktivitäten, die spare ich mir, weil wie gesagt, es gibt da, glaube ich, hunderte von Videos. Da müsst ihr euch das raussuchen, was für euch da am besten passt. Ich will euch nur kurz erzählen, was ich für uns gebaut habe. Wie sieht die elektrische Verkabelung von unserer Lithium-Ionen-Box aus? Bevor ihr überhaupt irgendwas verkabelt, zusammenbaut, was auch immer ihr macht, wenn ihr die Zellen bekommt, solltet ihr als erstes die Spannung der Zellen messen. Die sollte, alle Zellen sollten die gleiche Spannung haben. 100 Volt Unterschied ist kein Problem. Unsere Zellen hatten alle exakt 3,3 Volt. Als nächstes habe ich die Zellen dann alle parallel geschlossen. Das könnt ihr hier auf dem Foto sehen. Und habe nochmal gemessen. Also wie gesagt, 3,30 Volt haben alle Zellen. Und ich habe die dann 3 Tage lang mit 1 Ampere auf 3,4 Volt geladen. Danach habe ich die Zellen ohne Ladegerät nochmal 4 Tage in dem Zustand stehen lassen, damit sie sich selber ausbalancieren. Ohne Balancer, ohne irgendwelches externes Equipment, sondern nur, damit sie sich einfach in Ruhe ausbalancieren können, damit sie nachher alle beim Einbau exakt die gleiche Spannung haben. Okay, das dauert ein bisschen, aber man muss halt ein bisschen Zeit mitbringen. Danach habe ich die Zellen in meine Box verbaut. Wie ich die Box gebaut habe, habe ich euch im letzten Video schon gezeigt. Jetzt geht es um das Anschließen. Wichtig ist, dass ihr beim Anschließen darauf achtet, dass ihr die richtigen Kabelquerschnitte verwendet für eure Lithium-Block. Weil je nachdem, was ihr für eine Leistung habt, müsst ihr auch die dementsprechenden Kabelquerschnitte verwenden. Hier sind jetzt 20 Quadrat verbaut, ist ein bisschen überdimensioniert, aber ich hatte die Kabel, hätten noch 16 gereicht. In den meisten Fällen geht das halt mit den Teilen hier, die sind dabei, die habe ich auch hier verbaut. Dann braucht man sich nicht solche Kabelbrücken bauen, aber das ging halt wegen der Bauform bei mir nicht, weil die Teile passen hier nicht rüber. So, wenn ihr solche Modifikationen macht und hier andere Schrauben verwendet, so wie ich, habe hier Imbus Edelstahlschrauben eingesetzt und Edelstahlbolzen, dann müsst ihr unbedingt darauf achten, dass die Gewinde nicht zu lang sind und ihr unten durch die Polanschlüsse ein Loch in die Lithiumzelle drückt. Also vorher genau messen, dass ihr da die richtigen Längen der Schrauben benutzt, sonst sind eure Zellen hinüber. Okay, wenn ihr dann die Zellen in der Konfiguration zusammengeschraubt habt, wie ihr sie braucht, in dem Fall sind das jetzt 8 Zellen in Reihe, das heißt 280 AH und hier liegen 24 Volt an. So, dann könnt ihr das BMS verbauen, aber erstmal noch nichts anschließen. Das BMS ist das Batterie-Management-System. Das wird bei Lithiumzellen dringend benötigt, um diese Zellen zu überwachen. Also Ladeströme, Entladeströme, die Spannung der einzelnen Zellen, das Balancing der einzelnen Zellen untereinander, wenn eine Zelle mehr oder weniger Spannung hat, die Sicherheitsabschaltung, wenn zu hohe Ströme entnommen werden oder wenn die Zellen tiefenentladen werden, damit das Ganze abschaltet, damit die Zellen nicht kaputt gehen. Hier seht ihr 2 Ausgänge. Hier hängen jeweils 2 Thermofühler dran, die die Innentemperatur in diesem Block messen. Wenn die zu hoch wird, schaltet das BMS die Ein- und Ausgänge ab.
Das BMS sitzt an sich in der Minusleitung. Geht hier über den Punkt B- rein und geht über den Punkt C- nach draußen. Ich habe mir hier zwei Übergabepunkte gebaut mit Einzugsbolzen. Das heißt, die sind fest verschraubt und ich kann hier vorne beliebig dann jede Abgangsquelle draufschrauben. So, wenn ihr das alles montiert habt, es gibt auch andere BMS-Module in einem Gehäuse mit Lüfter drin und anderen Anbauten für PC-Anschluss und so weiter. Ich habe zur externen Kommunikation ein Bluetooth-Modul, haben die meisten zwischenzeitlich ein Bluetooth. Das könnt ihr auch schon reinstecken. Den Balancer-Stecker, den Leistenstecker hier, bitte noch nicht anstecken. Als erstes wird von der Balancer-Leitung, von dem Anschluss hier, guckt vorher in die Anleitung von eurem BMS, in welcher Reihenfolge das hier ist. Fängt meistens mit B0, B1, B2, B3, je nachdem, wie viele Zellen ihr habt, an. Ihr lasst den Stecker also draußen, fangt mit der Minusleitung an und legt die auf den Minuspol eures Blocks auf. Danach geht es der Reihe nach immer an den Pluspol der nächsten Zelle. Tack. Zelle 1, Zelle 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Als letztes wird der Pluspol angeschlossen, hier. Dann schließt ihr das Bluetooth-Modul an, den Minuspol anschließen. Und wenn das alles angeschlossen ist, dann steckt ihr den Leistenstecker von dem Balancerleitung auf das BMS-Modul. So. Danach solltet ihr, oder vorher schon, auf euer Handy, ich gehe mal von aus, das kann man schlecht sehen, aber ich werde es mal versuchen, ich werde gleich mal einen Screenshot einblenden. Ich weiß nicht, das wird nichts, wa? Ja, könnt ihr eine App runterladen, es gehört entweder eine PC-Software, wenn ihr einen PC-Ausgang habt, mit dem RJ45-Adapter noch, oder ihr habt dieses Bluetooth-Modul, dann könnt ihr praktisch hier, ich zeige euch das mal in dem Screenshot, die einzelnen Sachen komplett abfragen, überwachen. Auf dieser Seite könnt ihr die Sachen einstellen. Wenn ihr jedoch Einstellungen an eurem BMS vornehmt und die in das BMS hochladet, solltet ihr genau wissen, was ihr da tut. Wenn ihr da falsche Einstellungen hochladet in das BMS, dann kann das zum Tod eurer Zellen führen. Weil gesagt, wenn die Abschaltspannung, Ladeschlussspannung oder die untere Abschaltspannung für Tiefenentladung der Zellen nicht stimmt oder andere Konfigurationsparameter nicht stimmen, hilft das eure Zellen über den Jordan. Das nächste ist, ihr solltet bei der maximalen Leistung nicht das angeben wie ungefähr 280 H, sondern nur 80% davon, weil das erhöht die Lebensdauer der Zellen. In dem Fall sind es bei uns 224, die ich da eingegeben habe, weil dann werden die Zellen auch nur zu 80% geladen. Ja, das ist soweit alles zur Installation von BMS und den Zellen. Wo ihr darauf achten solltet, wie gesagt, ist beim Zusammenbauen auf Sicherheit. Weil benutzt isoliertes Werkzeug, wie diesen Imbusschlüssel hier. Also wie gesagt, der ist komplett isoliert, nur der vordere Kopf. Bei 280 H oder mehr, wenn hier ein Kurzschluss passiert, das knallt richtig. Und dann ist auch meistens schon mal irgendwas hinüber, BMS kaputt, Zelle kaputt und so weiter. Und 280 mH oder größer 400, das, wenn man überlegt, ein großes Schweißgerät macht heute 200 AH, bei 400 fliegt euch die ganze Sache um die Ohren und das ist dann wirklich nicht witzig. Also, Safety first. Ja. Hier gehen zwei 10 Quadrat Leitungen an die Übergabepunkte. Da hängt unser Ladegerät dran. Das ist ein Ladegerät für Lithium-Ionen-Akkus. Solltet ihr darauf achten, dass ihr nicht ein falsches Ladegerät benutzt, wenn ihr die extern laden wollt. Ich habe in diesem Fall eins von Victron genommen. Das war diesmal preisgünstiger als die Sachen, die ich sonst normalerweise in China kaufe. Und Victron baut ja ganz gute Sachen. Sie sind eigentlich für mich immer nur zu teuer, weil die Chinesen bauen gleichwertige Sachen für einen halben Preis.
Aber in dem Fall war das halt günstiger und deswegen habe ich diesmal auch mal was Blaues gekauft. Und ja, das ist das Ladegerät für die Akkus. Hier kommt dann noch auch ein Übergabepunkt dran, weil ich mit dem Ladegerät auch meine Bleiakkus vom Fahrzeug laden kann. Das heißt, um das Ganze abzutrennen. Dafür gibt es dann diesen kleinen Verteilerkasten. Der trennt im Prinzip die Leitung auf. Einmal von den Solarkollektoren, dann vom MPPT-Regler und der dritte ist für das Ladegerät. So werden die Sachen dann halt aufgetrennt. Für das Teil hier, unseren Wechselrichter, haben wir nochmal zwei fette Leitungen, die dann auch hier angeschlossen werden. Das sind in dem Fall hier, glaube ich, 30 Quadrat. Das Ding zieht ja auch richtig Knast, weil das ist ein 3000 Watt Wechselrichter, Dauerleistung. Wenn man da zum Beispiel eine 2500 Watt Heißluftpistole anschließt, dann gehen da schon mal locker 40 Ampere über dieses Teil. So, das sind dann, also bei 3000 gehen dann wahrscheinlich 50 Ampere darüber. Das ist schon ein bisschen Leistung. Viele werden sich fragen, was hat der da hinten am Ende verbaut? Das ist ein Hochlastrelais, weil ich festgestellt habe, entweder hat unser Spannungswandler einen Schuss. Jedenfalls braucht er im Leerlauf, obwohl ausgeschaltet oder abgeschaltet, braucht er 300 mA Strom. Und das will ich halt einfach nicht. Deswegen habe ich den mit einem Leistungsschalter versehen, den ich über das Remote-Panel ein- und ausschalten kann. Und dann ist das Ding definitiv von den Akkus getrennt. Das soweit zu den Anbauten. Ja, was wir dann noch haben, unser Notstromaggregat und wie die Panels und der MPPT-Regler verbaut ist, gibt es dann noch mal in dem ja definitiv letzten Video Elektrik. Okay, was haben wir sonst noch? Achso, ja, was ist das hier? Hier ist noch mal eine 80 Ampere Einzelsicherung, die kommt zwischen die Leitung von dem Wechselrichter noch mal als Sicherheitsfeature und noch mal kurz zu den Messgeräten. Viele von euch haben wahrscheinlich so ein Messgerät, viele wahrscheinlich auch schon so eins. Auf alle Fälle mit diesem Messgerät lassen sich schlecht hohe Ströme messen. Und wir haben ja hier relativ hohe Ströme. Deswegen kann ich euch empfehlen, wenn ihr das noch nicht habt, legt euch so ein Zangenmessgerät zu. Das ist auch gleichzeitig ein Multimeter, mit dem ihr alle Spannungen messen könnt. Und ihr könnt hier im Prinzip so induktiv hohe Ströme bis 600 Ampere messen, die ja hier auch auftreten, egal wo das ist, Batterieleitungen oder. Super Dinger, wie gesagt, Dinger kosten kein Geld, wenn die haben früher mal ein Schweinegeld gekostet, gibt es heute für kleines Geld, sollte man an Bord haben. Okay, dann haben wir es soweit. Oder habe ich irgendwas vergessen? Wahrscheinlich ja, wahrscheinlich nein, ich weiß es nicht. Aber ich denke, ich schalte jetzt nochmal die Kamera um. Ja. Es wird dann wahrscheinlich jetzt noch ein Video geben, und zwar das Elektro-Video, wie unsere Hauptverteilung aussieht, welche Aggregate wir verbaut haben, wie das ganze Ding im Auto verbaut wird, wie unser MPPT-Regler aussieht, also nochmal die ganze Elektrik. Das wird dann definitiv das letzte Video, Ausbauvideo werden. Vielleicht stelle ich nochmal die alten Videos rein für ein paar, die nochmal sehen wollen, aber da werde ich nichts dran machen. Die werde ich einfach nur kennzeichnen und das Alte reinstellen, weil wir müssen uns jetzt um unsere Mongolei bzw. Pamir-Reise kümmern. Und ich hatte halt gesagt, okay, ich mache jetzt diese beiden Technikvideos noch. Dazwischen kommen ist jetzt dieses Video für die Lithium-Ionen-Akkus. Aber damit ist dann auch Schluss, weil, wie gesagt, die nächsten Videos, die dann kommen werden nach dem Elektrovideo, werden unsere Reisevideos werden. So hoffe ich jedenfalls, dass wir jetzt irgendwann loskommen. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen bei unseren Ausbauvideos. Und eins gibt es noch. Und ich hoffe, ihr konntet alle was mitnehmen. Lasst mir einen Daumen da. Ach ja, apropos Daumen. Den einen
der dieses Problem mit dem Daumen hat. Schreib doch mal einen Kommentar. Finde ich einfach super von dir. Ne? Okay, alles klar. Also, ich würde mich freuen, von dir mal einen Text irgendwie zu hören, warum du das immer nicht so toll findest, weil ich kann halt nichts ändern, wenn ich nicht weiß, was dir nicht gefällt. Okay, alles klar. Also, schönen Gruß an die eine Person. Muss ich jetzt mal loswerden. So, okay, also wie gesagt, ich klinge mich jetzt hier aus und das war's dann. Also, tschüss!